Aber der war jetzt schon echt, also der Geist war übel, ey. Boah. Aber ich ärgere mich, dass ich ihn wieder nicht gesehen habe. Das gibt's doch nicht. Und dann auch noch verreckt dabei. Fiese Du Nummer. hast einfach heute kein Glück, ja. Nee. Fiese, fiese Nummer. Herzen rumläuft, ist man wirklich lange Zeit sicher vom Geist. Wenn man was? Jetzt will ich. Wenn man mit Kerzen rumläuft, Achso, kam es mir ja. zumindest so vor, dass man lange Zeit Ruhe vom Geist hat. Also brauchen ein Geusterstäbchen. Räucherstäbchen. Also Geister-Event, ja, Raum unter 10 Grad, ein Räucherstäbchen. Sie heißt Susan Robinson und reagiert auf Personen, die allein sind. Geil. Geil, geil, geil. Oh, das scheiß Prison, echt. Das ist ja so fies. So, ich nehme schon mal eine Fotokamera mit. Falls wir zufällig über den Knochen stolpern. Ich weiß nicht, wollt ihr schon mal mit den Zellenblöcken anfangen und ich mache das Bürogebäude? Toller Plan. Oh Gott, weißt du noch bei uns, wo wir dachten so, hey, der ist in dieser einen Zelle drin und da plötzlich sind alle Zellentüren gleichzeitig auf den Zug gegangen und im Moment, das ist ein Flurgeist. Alter. Ja, also der Prison. Der war richtig böse. Also ich muss sagen, ich finde Prison eigentlich noch ein bisschen blöder als Asylum zum Zurechtfinden. Also ja, es ist schon irgendwie logisch aufgebaut, aber irgendwie hatte ich bisher keine guten Erfahrungen mit dem Level gemacht. Nee, das war nicht gerade der schönste Level für einen. So, ich gehe hier gleich rauf und schau mal, ob ich oben was finde. Jo. Ja, klar. Dann sind wir mal voll mutig hier unten. Na logisch. Hier die Party ab jetzt. Wir machen eine Rave-Party. Wir brauchen mehr Knicklichter. Mit meinem Muskel. Am besten auch noch Knicklichter in anderen Farben, damit es auch richtig schön rüberkommt. Ja, logisch. Gib mir ein Zeichen. Wenn du zu A gehst, dann gehe ich mal Richtung B. Jo, ich hab einen Knochen. Das ist gut. Ist auch schon fotografiert und aufgehoben. Hat jemand bei euch die Tür zugemacht? Nein. Nö, ich auch nicht. Okay. Ah, jetzt habe ich aber auch eine Tür gehört. Gott sei Dank nicht allzu viele. Das war ich. Okay. Also in dem Level sind mir eindeutig echt viel zu viele Umgebungsgeräusche. Ja, das haben sie richtig gut gemacht. Also wenn ihr jetzt gerade eine Tür hört, das bin ich. Ich krieg die Tür unten nicht auf. Der Geist hält sie von innen zu. Nee, war das klassische Drücken-Ziehen-Problem. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Boah, man ist hier aber auch wie auf dem Präsentierteller.
Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Hallo. Also ich bin jetzt eigentlich überall durchgelaufen, auch oben bei den Zellen im B-Block, aber ich habe nichts gefunden an Temperaturabfall. Ja, ich bin auch, also ich bin jetzt fast durch mit allem aus dem Bürogebäude und Zeug und ich finde aber auch nichts. Geht das schon wieder los? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Also hier ist überall zu warm bei mir. Ich dachte, ich habe schon eine Tür gehört, aber ich weiß nicht wo. Ja, also ich habe ganz am Anfang eine Tür gehört, hier unten im Eingangsbereich. Geh jetzt denn nochmal auf den Eingangsbereich. Oh ja, gleich der erste Raum links war's. Super. Was? Grad. Da war vorhin aber nichts, also EMF-technisch. Nee. Da war auch temperaturtechnisch nichts. Vielleicht muss der Geist mittlerweile wirklich erst aktiv werden. Ja, okay. Nee, weil da war definitiv vorhin nichts. Thomas darf. Welcher Raum ist es jetzt? Wenn du zum Prison reingehst, gleich links der erste. Hallo. Gib mir hat euch schon begrüßt. Nichts passiert bei uns. Wir haben heute lauter langweilige Geister. Was kann man noch gebrauchen? Also ich habe jetzt die Box dabei und eine V. Buch würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Jo. Was haben wir dann? Quest? Feuerstäbchen. Ja. Ich kann ein Feuerzeug nehmen. Kann auch einer von euch ein Feuerstäbchen nehmen? Kann ich machen, ja. Wunderbar, dann haben wir doch alles. Feuerzeug habt ihr? Ja. Yep. Ah, es brennt! Gott sei Dank haben wir 4 Stück dabei. So, mein Feuerzeug ist aus. Ihr seid doch einfach nur süchtig nach Räucherstäbchen. Das ist echt eine blöde Dynamik, dass das so funktioniert. Dass man sich erst mit F anzünden also, muss. Ja gut, das ist halt extra so gemacht für die mit VR, denke ich. Mhm. Ja, also dieses Spiel würde ich freiwillig nie im VR spielen. Ich leg's jetzt einfach mal mit ein reines Buch. Fingerabdrücke, Geist. Ich habe davon eine Fotokamera. Bitte aufheben und ein Foto vom Fingerabdruck machen. Moment, ich schmeiß mal das Feuerzeug hier zum Buch. Zack. Wo hast du die Kamera hingeworfen? Direkt hier vorm Eingang zu, in die Tür rein hier. Ne, hier neben dem Buch liegt auch eine. Hab's. Gezählt. Weil das war so hell, ja. Wo bist du?
Das war das mit direkt nur auf alleine, ne? Ja. Warte, ich geh mal raus. Außen. Ist mir die Kamera da? Dann kann ich ihn. Zack. Fingerabdrücke waren der erste Hinweis bis jetzt, ne? Ja. Wo bist du? Next. So, ich lasse und hat die Tür raus. Direkt zugemacht. Nee, das war ich. Oder hast du die Tür zu? Okay. Ja. Danke! Naja, ich bin aber hier stehen geblieben, damit ich sie gleich wieder aufmachen kann. Zu meiner Verteidigung. Ich hab dich gleich wieder rausgelassen. Alles, ja. Ja, dann sprich mal ins Buch, Kollege. Sprich mal ins Buch. Schreib in das Buch. Los, wo bist du? Ich leg's dir hier ganz prima hin. Und du schreibst mal was Hübsches rein. In mein Poesiealbum. Wo bist du? So, warte, was brauchen wir noch? Gucken wegen Orbs. Mal schon die kleinen Fingies haben. Also Fingerprints. Aber es war jetzt keine Gefriertemperatur, ne? Es war 4 Grad oder sowas. 7. War auf jeden Fall noch zu warm. Also das letzte Mal, wo ich drin war, hatte 3 Grad angezeigt einmal. Okay. Fingerabdrücke und Geisterbox. Yep, der hat mir gesagt, next. Ganz vergessen einzutragen. Haben wir da eine Kamera im Eingangsbereich? Ja, oder? Noch eine? Ich glaube schon. Ah, ich habe eine reingestellt ins Zimmer hinten. Ah, okay. Oh, ey! Es schaltet zwischendrin irgendwie selbstständig weiter. So, wo ist er denn? Da ist er. So, sehe ich da irgendwas? Hm. Also auf meiner Kamera sehe ich jetzt gerade noch nichts an Orbs oder so. Ich schalte mal auf die andere jetzt um. Okay. Ich stelle jetzt auch eine Kamera rein. Leg ein zweites Buch dazu. Also auf der zweiten Kamera sehe ich jetzt auch gerade nichts. Buch. Ja, dann hätten wir das auch gelöst, aber... Sollen wir noch versuchen, ein Bild zu machen, oder? Können wir. Machen wir noch ein Bild, Bert? Na freilich, kann man was ausrüsten und dann nerven wir es immer richtig. Ein nettes Bild, ja. Ich nehme mal noch einen Kruzifix mit, geh. Moment. Oder immer mit Susan? Ich glaube irgendwie Susan Brandon oder so. Susan Robinson. Susan Robinson. Jo. Ah, ich habe meine Taschenlampe vergessen. Ach, braucht man nicht mehr. Wir haben doch jetzt alles schon mit Kerzen gemacht. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt schon abgehärtet. Hey ho, let's go! Hello! Gib mir noch kurz. Wir sind gleich fertig. Ich leuchte dir von unten in die Nasenlöcher. Ich verstehe dich nicht. Du kannst in meinem Stream schreiben. So kommuniziert man jetzt hier in diesem Haushalt. Ach ja, so kann man auch mit dem Partner kommunizieren. Ja, kann man nicht verstehen, ich weiß nicht, was er will. So, also, Susan. Susi. Susan Thompson, wo bist du?
Susi! Susan Thompson, wo bist du? Zeige Susan. Dich! Erscheine! Ah, da ist er, da ist er, da ist er! Yep. Ja, komm ich da jetzt vorbei? Können gehen. Ah, lass mich doch nicht mehr da zurück! Leute! Okay, sie ist weg. Aber die war jetzt echt genervt. Ja, aber wenigstens ist mal die gekommen. Nicht so wie sonst, ja. Wo du 100 Mal mit der nach der rufen musst. Schönes Bild. Ja, ist gut geworden. Bist du zufrieden mit deiner Foto? Ich glaube, wir haben ganz schön viele bekommen. 3 Stück, ja. Kleine Schattenfigur. Ja. Ich meinte. So. Dann loggen wir für die Jana mit ein. Moment, ich muss auch noch. Yep. Spirit war's, ne? Yep. Ja. Ach, mein Ohr. Ist abgerockt. Na dann. Let's dance. Dann düst mal los. Mensch, alle Nebenquests, Foto, Knochen sogar gefunden. Nur kein Reacher. Welcome 190, back. Sehr schön.